Schönes Erzählen. Bei mir ist es oft so, dass ich sehr schnell verzweifle, wenn etwas nicht klappt. Dann jammere ich. Das ist nicht so schön. Aber Mama hat mir erzählt, man kann immer die Rolle wählen, welche man spielen möchte. Man kann zum Beispiel die Rolle von Jona wählen, der hat gesagt, es ist viel zu schwer, in diese Stadt zu gehen. Und dann ist er fast im Meer ertrunken. Oder man kann auch die Rolle wählen von Josef. Schau mal, dem sind so viele schlimme Sachen passiert, aber er ist nicht verzweifelt. Und so hat Gott ihn ganz mächtig gemacht. Er wurde fast so mächtig wie der König. So können wir immer die Rolle wählen. Dazu habe ich etwas erlebt. Es war mein erster Kindergartentag. Morgen merkte ich aber, dass ich nur eine Turnschuhe hatte und nur eine Sandale und immer das Zweite war verloren. Das ist aber blöd. Mama sagte mir, dass ich sie jetzt schnell suchen soll. Dann bin ich aber sofort verzweifelt, denn ich wusste gar nicht, wo ich die Sandale und die Turnschuhe suchen soll. Ich weiß nicht, wo diese waren. Mama sagte dann, schau mal, Amina, du darfst genau jetzt die Rolle wechseln, so wie Josef in der Geschichte. Dann wirst du ganz sicher die Schuhe finden. Ja. Ist gut? Dann machte ich das. Ich wechselte im Herzen die Rolle und habe geglaubt, dass ich diese Schuhe jetzt finde. Und ich suchte ganz schnell. Dann hat Jesus mir gezeigt, wo ich diese Sandale finde. Weißt du, wo er war? Er war unter der großen Lego-Kiste versteckt. Voller Freude sprang ich zu Mama. Sie freute sich so und sagte, dass sie sicher den einzelnen Turnschuh auch noch finde. Tatsächlich habe ich ihn gefunden. Er hat sich in meiner Nachtschublade versteckt. Juhu, ich habe beide Schuhe gefunden. Mama und ich haben uns so gefreut. Ich habe sie nur gefunden, weil ich die Rolle gewechselt habe. Ganz glücklich gehe ich in den Kindergarten. Willst du das auch mal probieren, um die Rolle zu wechseln? Es gibt in der Bibel ganz viele Geschichten dazu. Tschüss, deine Amina.